Wo ist das Energiecenter? Ist hier das Energiecenter? Allein wenn ich das schon mal wüsste, dann würde ich ja wissen, dass ich hier hin muss. Ich muss dieses Energiecenter finden. Wo ist das? In ganz viele Lavafälle. Das ist schon mal interessant. Oh, der schießt. Man weiß es ja nicht. Manchmal schießen sie nicht. Kann ich ja überlegen. Okay, da ist scheinbar kein Energiecenter da rechts, also geradeaus. Ihr wisst, was ich meine. Das hier, da ist nichts. Scheinbar. Aber hier geht's auch nur im Rundgang da wieder zurück. Ihr wollt mich doch echt fertig machen. Ich krieg keine Energie. Ja, wenn die Vulkan all ist und ich keinen Bock mehr auf Raketen habe, dann werde ich ganz einfach mich töten lassen müssen. Dann bleibt mir keine andere Wahl. Wollte ich schon mal gesagt haben. Ist ja auch kein Ding, ich habe viele Leben. Boah, das war falsch. Das war das, was ich nicht wollte. Ich wollte hier weiter, genau. Dann muss ich aber, auch wenn die jetzt kommen, dann habe ich einen Fehler gemacht. Kommen die jetzt wirklich mir nach? Kommen die mir nach? Die kommen mir nach, natürlich. Habe ich sehr schön gemacht. Ich bin stolz auf mich. Das nehme ich mal durch. Ich befürchte fast, das sind nur Gegner und eine Smart Missile. Das bedeutet, ich habe total verkackt. Mehr als nur verkackt. Ich habe so einen richtigen Arschpeter gezogen. Der ist so voll mit Scheiße, das Schwärzer geht's gar nicht. Ungesunde Scheiße. Ach, ich bin nicht weit genug nach hinten, denn da kann ich nicht ausweichen. Das muss ich noch hinkriegen. Oh ja, der ist schnell. Dreh ich mich vielleicht mal um und gehe dann zur Seite und dann umdrehen und dann speichere ich. Und dann sollte ich genug Abstand gewonnen haben, um die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und trotzdem zu schwer bin. Nein, ich meinte, dass ich den jetzt töten kann. Genauso meinte ich das und so habe ich das auch jetzt umgesetzt und genau jetzt wisst ihr auch, was ich meinte. Ist doch schön, wenn wir alle uns einig sind, oder? Ah, der schießt. Immer da schön aufpassen, denn der Radius dieser Concussions ist mega mäßig. Da hier Concussions liegen, wenn ich mich nicht irre, verwende ich jetzt einfach mal Concussions. 3 kann ich zumindest verwenden. Dann habe ich wieder alle voll gleich. Er hat mich nicht erwischt. 28 Shield. Und... oh, da kommt irgendwas anderes. Ey, die nerven doch echt jetzt von der anderen Seite. Die wollen sich da nicht einmischen. Eigentlich. Oh, ich bin irgendwie falsch abgebogen. Wo bin ich eigentlich? Ach, hier bin ich. Gut. Dann warte ich mal kurz, dann kommen die bestimmt gleich. Dachte ich mir doch. Wieso habe ich denn jetzt wieder die Fusion ausgewählt? Wo habe ich überhaupt die Energie her? Ich dachte, ich hätte eine Wolken. Irgendwo muss ich Energie eingesammelt haben. Warum stirbt er nicht? Oh, diese fitzelschen kleinen Kinder gefallen mir nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, die Plattenmeister gut. Und da ich es mir gerade leisten kann. Weil ich wieder Energie habe aus irgendwelchen Gründen. Yay, da ist nur einer rausgekommen und jetzt habe ich wieder keine Energie mehr. Aber immerhin wieder ein bisschen Ruhe. So, dann schnappen wir... oh Mist, ich glaube eine Concussion ist weggegangen schon, oder? Ach, das sind Homings! Homings! Woran soll ich das denn erkennen? Hat bestimmt irgendeinen Unterschied, aber die haben bestimmt auch irgendwas hinterlassen. So, der ist jetzt... oh. Herrlich. Herrlich. Ah, da ist auch noch einer. Der andere hat es überlebt gehabt. Der kriegt auch noch eine und der kriegt auch noch eine und dann ist er tot. So einfach kann es gehen, man muss einfach nur den Mut haben, sich die Arbeit abnehmen zu lassen. Jetzt irgendwie... bin ich jetzt auf der Lava geschwommen oder was? Hat sich irgendwas angehört. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob irgendwo ein Geheimgang ist, der mich rettet aus meiner Misere.
Aber es geht immer nur weiter, die Gänge. Ist das ein Energiecenter oder ist das nur die gelbe Tür? Wenn es Energie ist, dann bin ich eigentlich schon wieder gut drauf. Denn dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen muss. Der Rest ist dann nur eine Frage der Zeit. Ah, genießt mir kurz diesen Augenblick. Diesen herrlichen Augenblick. Und jetzt kann das Level beginnen. So wie bei Command & Conquer, sobald man die Basis verteidigt hat gegen die ersten großen Angriffe, dann damit beginnen kann, eigene Truppen zu bauen, dann wendet sich das Blatt und dann macht es richtig Spaß. Also es macht schon vorher Spaß, aber richtig abgehen tut es dann erst. Dann geht nämlich der Gegenschlag los. So, da geht's nach oben. Ich glaube, das muss ich jetzt noch nicht machen. Ich würde gerne erstmal die Schlüssel holen, die ich mir hier aufgehoben habe, und die Gefangenen. Die habe ich aus gutem Grund aufgehoben. Da will ich auch noch nicht hin. Da will ich nicht hin. Nee. Erst den blauen, oder? Also rein chronologisch gesehen ist der blaue in der Reihenfolge vorne dran. Denn blau vor gelb vor rot. Und dann haben wir uns den gelben Stamm. Hier bin ich schon mal gewesen. Ich habe auch schon ein paar Gegner erwischt und da war noch so ein kleiner. Ja, und eine Smart Missile. Und ein Viererpack irgendwas. Ich kann Concussions nicht. Ich glaube, es sind Concussions, weil die Homies waren irgendwie so ein bisschen blau, oder? Wieso habe ich denn die Vulcan ausgewählt? Ich kann jetzt wieder scharf schießen. So. Der war das, oder? Der war das, ja. Der ist einfach ein bisschen spazieren geflogen und dann da drüben rausgekommen. Und es scheint so, als wäre hier alles unbeschützt. Also minimal geschützt gewesen und die habe ich alle schon erledigt. Das ist eine Plasma. Aber ich habe schon eine. Also einfach nur ein Boosted. Dann schnappe ich mir den blauen Schlüssel. Ich glaube, das Level ist gar nicht so lang. Die einzige Schwierigkeit war halt wieder nur, das Energiecenter zu finden. Ey, da steht ein schönes Wasserfall an. Sehr schön. Dann habe ich die auch schon wieder drin, die ich für den roten Hulk verwendet habe. Ich kann mir jetzt erstmal den gelben Schlüssel vornehmen, nachdem ich mir schon den Nagel gekratzt habe. So. Ihr Garten. Ich würde sagen, hier lang kann man die Gefangenen schnappen. Ich könnte sie auch erstmal liegen lassen oder schmoren lassen. Aber so bin ich ja nicht. 1, 2, ohne 2. Ich dachte eigentlich, wir brauchen 4. Diese Panzertüren. Da war noch Boosted zu 111. Gut, gelbe Schlüssel, ja. Den schnapp ich mir jetzt. Ich brauche dafür nicht mal die blaue Tür. Das ist ja auch irgendwie ungewöhnlich, oder? Dass man da nicht durch eine blaue Tür muss. Oh. Ihr dachtet wohl, ich hätte nicht gespeichert. Macht mir nichts, dieser Tod. Punkte, ihr seid ein Witz. 300. Wahrscheinlich 3 kleine. Oder auch nicht. Oh, das Geschoss ist schneller als ich, aber ich spiele auch auf Insane. Bei Ace ist glaube ich noch gleich schneller oder langsamer. Insane ist halt dann doch ein bisschen insane. Ja, lala. Keiner mehr da. Die sind irgendwie schwach bewacht, finde ich. Die Schlüssel. Aber es scheint auch so, als ob ich da gar nicht zum Schlüssel käme. Ist ja eine dankbare Stelle hier. Oder auch nicht. Vielleicht kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Von sich oder vom Gegner aus. Man muss halt zu nutzen wissen. Ich glaube, so eine Rakete von mir käme da nicht so leicht durch, aber vom Gegner. Oh, die schießen die Wände kaputt. Von außen. Komme ich mit meinen riesen Plasma-Geschossen da durch, ist die Frage. Da. Oh. Ich glaube, das lasse ich lieber sein.
Soll ich die echt von hier aus bekämpfen? Ich will erst mal gucken, ob hier irgendwas noch ist vielleicht. Komme ich da irgendwie nach außen? Ich glaube, dieser Raum ist eigentlich nur für Arsche und bringt überhaupt gar nichts. 27 Schild ist nicht so viel. Ich glaube, ich mache das lieber im offenen Kampf, Mann gegen Mann, von anderer Seite. Ansonsten bringt dieser Raum irgendwie rein gar nichts. Die ist aber noch, die hatte ich schon, ne? Ja, ich wollte mich nur noch mal vergewissern, denn sieht mir ja eindeutig, dass es da noch Räume gibt. Vielleicht sind es auch einfach nur Parklücken. Ein Refugium für parkende Autos. So. Also muss ich da hoch, oder? Das ist jetzt die Frage. Es gibt da nämlich links auch noch Wege zu erkunden. Aber auch Spawner, das bedeutet lieber nicht. Nee. Ach, ich glaube, dann bin ich da sogar, wo ich jetzt hin, eben hin wollte. Ja, zum gelben Schlüssel nämlich. Genau da, ich hab's nicht gemerkt, aber ich bin richtig geflogen. Ja, es ist komisch, kaum nimmt man auf, juckt die Nase ständig. Vorher kratzt man sich den ganzen Tag nicht. Wenn ja vorher keine Webcam am Laufen hat, dann wäre ja eklig. So, wo bist du? Das lässt mich schon im Klasse 1 Thron hier fertig machen. Mal wieder. Ich will auch keine Rakete für die verbrauchen. Ich warte einfach mal ein bisschen, dann kommen sie bestimmt. Ich sehe ihn schon. Irgendwie ist das nicht so gelaufen wie geplant. Diese sind jetzt wieder abgehauen. Haben wir so schön gespielt. Ich dachte, wir verstehen uns. Ja, wir aber scheinbar nicht. Ich habe ihn erwischt, aber er auch nicht. Abwarten. Come on, Baby. Ich sehe dich. Und er ist tot. Und ich habe gesiegt auf ganzer Linie. Ja, da waren noch welche, oder? Ah, die da. Okay. Das sind ein bisschen viel. Auf jeden Fall noch zwei. Ist das gut? Ist es klug, wenn ich so schieße? Aber nur, wenn ich treffe, ne? Jetzt sind sie ein bisschen weiter entfernt, scheinbar. Also ist die Situation auf meiner Seite. Aber nicht, wenn ich mich treffen lasse. Kann ich nicht... Wieso klappt das nicht? Ich bin zu langsam. Oh. War überraschend. Ich dachte, sie trauen sich nicht. Wenn das so ist, dann warte ich einfach ein bisschen. Dum-di-dum. Tralala. Dum-di-dum. Da-di-dum. Da kommt er. Ich warte noch, bis er sich mehr traut. Hat er mich erwischt? 25. Moment, ich muss nachgucken. 7:2, er hat mich erwischt, ey, am Arsch. Jetzt wär, das mach ich ernst. Diese blöde Lava, die ist gefeiß. Ist sie. Ja, wenn die Fusion jetzt zur Schwende gehen könnte, könnte ich die einfach hier durchschießen. Ein großes Geduldsspiel. Wenn ich jetzt einfach mal schieße, ich habe schon geschossen, bevor ich ihn erahnt habe. Ich wollte aber meinen Screen. Oh. Jetzt kommt er immer, oder? Dann wäre es gut, das wäre sehr vorzüglich. Denn dann ist er tot. Man muss einfach nur den richtigen Augenblick abwarten. Irgendwann kommt er. Für jeden von uns. Und irgendwas hat mich da getroffen. Vielleicht von hinten? Kann nicht sein, da ist die Lava. Von der Seite vielleicht. So. 21. Wieso 21? Ich bin nicht 21, ich bin 24. Aber noch keine 27. Immerhin. So, 27. Speichern. Ehrlich, man muss es halt ein bisschen aggressiver angehen, dann passt das. Irgendwie noch Geheimgänge.
glaube nicht. Zack, zack, zack. Nix. Da habe ich mich selbst gewehrt. Wo bin ich? Okay. Ich glaube, ein bisschen weiß ich wieder. Wie komme ich denn an den gelben Schlüssel ran? Irgendwie war das ja falsch gegangen. Ja, vielleicht irgendwie komme ich da noch hin. Muss ja irgendwie. Auf jeden Fall ist eine Tür. Und da ist ein Geheimgang. Und das ist ein Quad-Laser? Ja, aber den habe ich schon. Sehr bedauerlich. Warum gibt es keinen 8-Laser? Wäre doch mal was, was mir hier helfen würde. 8 Laser, seht, stellt euch das mal vor, 8 Laser übereinander. Da kann man ein bisschen was anfangen mit, ausnahmsweise mal. Jetzt bin ich da, wo ich schon mal war, sehe ich das richtig? Auf jeden Fall ist hier noch Energie, die hätte ich auch gut holen können vorhin, als ich noch welche gebraucht habe. Oh, okay, ja, ich erinnere mich, da kam schon eine andere Seite. Dann ergibt das Sinn. Die zerstöre ich jetzt noch, obwohl ich die eigentlich auch ignorieren könnte, nehme ich an. Ist da nicht irgendwie noch... Nö. Okay. Wo kommt der denn jetzt her? Eben waren es noch Alex. Also irgendwie nachgelassen. Ja, das... Ja. Nicht so ganz. Jetzt sind wir mit der Klasse 1 Drohne nicht gekommen. Da kommt er. Denkst du ja, dass du kannst das zustande bringen, was der Hulk nicht geschafft hat? Du mutest hier zu viel zu. Da waren ja noch welche, oder? Ich dachte, es wären 3 Stück gewesen. Oder 2 zumindest. Aber nein, es waren... Ah, da ist noch einer. Ich wusste es doch. Ich hab dir gesehen, wie weit der Radius ging, obwohl ich ganz woanders war, da mich getroffen. Fusion... Er ist gestorben. Ich glaube, die sollte man eher verwenden, wenn man ein bisschen weiter weg ist. Ansonsten... weg da. Kies, aber Kies. Ah, fick dich. Fick dich. Mach, was ich will. Fertig. Drehen. Drehen, drehen, drehen. Ah. Komisch, jetzt wieder weg. Weg hier. Gut, das hat gereicht und jetzt kann ich einfach mal warten, bis er von selbst kommt. Und dann haue ich mit Plasma weg. Er will nicht. Dieser scheiß Angsthase. Er denkt wohl, er kann mit mir machen, was er will. Aber da lasse ich mich nicht von beeindrucken. Ich überlege meine Taktik. Spreadfire niemals. Also jetzt nicht. Irgendwie seit der Plasma, nee, er benutzt es gar nicht mehr. Wo es so cool war am Anfang, aber jetzt gibt's Cooleres. Ah! Das wäre doch so schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Mir fehlen irgendwie die Strategien, ich habe keine Ahnung mehr, wie es dieses Spiel anzupacken ist. Denn ich mache nur noch Scheiße. 27 speichern, ich habe den nämlich erwischt, meines Wissens. Und er ist tot. Er braucht nur noch 1-2 Trefferchen, dann ist er tot. Ah, er hat mich doch getroffen. Prepare to the descent. 26, meinetwegen. Ich hatte zwar 27. Sagen wir, ich weiß von nichts. Dieses Lied, hoffentlich kommt es nie wieder. Fortschritt, die blaue Tür. Boah, der trickst da rum, aber er hat keine Chance gegen meine Quad-Laser. Da kam irgendwo was. Irgendwie aus der Wände, aus den Wänden. Oder? Erst wenn ich reinkam, oder? Von wo kam das denn jetzt? Ah, von oben! Sagt mir das doch einer. Ich hab's nicht mal gecheckt gehabt. Ja.